Auf geht's zur Demoschlacht. Hier ist wieder Chomp. Sagen wir mal los. In der dritten Schlacht befehligen sie eine mittelgroße Armee. Ihnen wird alles abverlangt, was sie bis jetzt gelernt haben. Okay, gut. Viele Kriege entzündeten sich an einem kleinen Funken. Hunderte starben, als die Dürre kam. Verzweiflung ist ein schlechter Ratgeber. In der Gascogne waren weitere Tausende dem Tode nah. Die Franzosen kontrollierten die einzige Wasserquelle in der Nähe und würden sie nicht kampflos aufgeben. Und die Engländer machten sich auf, sie zu erobern und zu halten. Koste es, was es wolle. Jo, bin mal gespannt. Sie haben jetzt Kontrolle über eine Armee mittlerer Größe. Alle Einheiten unterstehen ihrem direkten Befehl. Dies ist das erste Mal, dass Sie Ihre Einheiten bei der Schlacht neu aufstellen können. Sie können Einheiten anklicken, um sie zu angegebenen Aufstellungsfeldern zu bewegen. Und eine grüne Umrandung geht dann, alles klar. Sie können ausschließlich Ihren General und die Einheiten, die Sie im Heerlager erworben haben, neu aufstellen. Sie können niemals verbündete Einheiten, die Ihnen in manchen Szenarien zur Verfügung stehen, neu aufstellen. Wenn Sie mit der Aufstellung Ihrer Einheiten fertig sind, beginnen Sie die Schlacht. Gut. So, die Knüppelkollegen habe ich erworben und im Prinzip habe ich hier. Aha. Also, draufklicken, festhalten, nach irgendwo hinziehen. So? Gut. So, viel ist ja nicht los hier. Also, viel kann ich. Ich habe hier nur noch zwei Einheiten-Chippen erworben. Ich bin so ein Typ, ich spiele die meistens auf aggressiv. Also, stelle ich die auch auf aggressiv ein. So, meine Einheiten, die sind schon aggressiv. Sir? Sir? Die sind alle im Laufmodus. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Erobern Sie den Bauernhof. Ist das Ding hier unten oder was? Also. Der eben angezeigte Text hat Sie aufgefordert, den Bauernhof am See unter Ihre Kontrolle zu bringen. Dazu müssen Sie die beiden feindlichen Einheiten vernichten, die vor dem Bauernhof Stellung gezogen haben. Achten Sie auf diese Meldung, da sie Ihnen oftmals wichtige Informationen darüber geben, was während einer Mission passiert und wie Sie diese erfüllen können. So. Das sind wohl die verbündeten Einheiten und das sind die Bösen. Hier ist der Bauernhof. Was haben wir hier? Waffenknecht. Das waren die Berittenen, oder? Und Bogenschützen. Okay. Die haben große Schilde, da komme ich überhaupt nicht weiter. Yes, sir. Ich werde jetzt meine Bogenschützen. Achso. Befehligen. Yes. Hier angreifen. Yes, sir. Meine kleinen Knüppler, sir, werden hier angreifen. Und sir, mein General. On my way. Yes, sir. Die anderen Einheiten, yes, kann ich aber auch angreifen. Aha. Sir? Kann ich befehligen? By your command. Das ist. Sir? Waffenknecht. Unpassierbar. Abgesessener Ritter in Kette. On my way. Sir? Abgesessener Ritter in Kette. Ich schicke alle hier hin, so, das wird jetzt reichen. Schauen wir mal, wie das gleich abgeht hier. Es geht gut los. Es geht gut los. Ich habe schon eine Einheit verloren. Die hauen aber auch gut. Ihre Männer haben den Bauernhof erobert. Ihr Männer. Okay. Bereiten Sie sich auf einen Gegenangriff vor. Ordes? So. Was wollen wir platzieren hier? Sir. Sir? Yes, sir.
die Bogenschützen yes, so platzieren, dass sie yes, sir. Ein bisschen geschützter sind. Meinen Knüppelknaben werde ich hier hinstellen. Yes, sir. Yes, sir. Obwohl, der kann da bleiben. Orders? Dann werde ich hier noch yes, hinstellen. Sir. Sonst muss ich mal eben schnell aufteilen hier. Damit ich sehe, wer noch übrig ist. Eigentlich sind alle Einheiten hier vorne. Da gibt's ja gar nicht. Ah, oh, alles klar. Jetzt habe ich gesehen, wo die Einheiten sind. Yes, sir. Unpassierbar. Die müssen irgendwie hier hin. Yes, sir. Yes, sir. Die Bogenschützen platziert sir. Hier. Yes, sir. Hier unten. Sir. Yes, sir. Die da runter. Sicher ist sicher. Yes, sir. Die davor. Yes, sir. Generator ziehe ich hier. Yes, sir. Yes, sir. Und die auch davor. Da sind ja alle richtig drin, oder? Orders? So, die Bogenschützen sollen die hier nehmen? Yes, sir. Welche sind das? Nein, das sind die falschen. Ich mach mal die. On my way. Oh Gott, scheiße, was macht ihr? Ach nee, zurück. Nein! Egal. Ich muss jetzt mit leben. Yes, sir. On my way. Yes, sir. Sir. Jetzt haben wir hier Bogenschützen und schwere Infanterie. Sir? Leichte Infanterie. Yes, sir. Yes, sir. Können Sie es mal bitte in Kette. As you wish. Orders? Mein General. By your command. Den lasse ich hier. Und den anderen abgesessenen Ritter. Weiß ich, ob die schwere. As you wish. Prasseln. Sir? Müssen sich alle Einheiten bewegen, ja. By your command, sir. As you wish. Jetzt geht schon etwas besser. Ja, die nehmen jetzt erstmal den riesigen Umweg. Da hat er bescheuert, ey. Oh, da kommen noch Ritter. Yes, sir. By your command. Sir? Yes, sir. Sir? Du machst jetzt mal die. As you will. So. Das geht irgendwie. Sieht relativ gut aus. Metzel einige sind ja, ja, oder oh, das sieht gut aus.
Prinzip habe ich es ja geschafft, oder? Kommt hier noch was. Als flüchtende Einheiten. Sir? Yes, Sir! Sir? Yes, Sir! Sir? As you wish. Yes, Sir? On my way. Orders? Sir! Yes, Sir. So, verflüchtigen die sich jetzt hier oder Ziel erreicht? Feindverluste, passt rein. Und ich krieg mal richtig Geld. Neue Ausrüstung ist verfügbar. Ich habe kaum Verluste erlitten, das sieht auch gut aus. Das Wasser bildete die Grenze zweier verfeindeter Nationen. Provokationen wurden geäußert und Armeen wurden ausgehoben. König Philipp von Frankreich hatte die Gascogne erobert. Und König Edward konnte dies nicht zulassen. Seine Armee war auf dem Marsch, denn er hatte den Krieg erklärt. Nanu, was habe ich jetzt gemacht? Aha, eigentlich wollte ich jetzt erstmal hier meinen Einladen ausrüsten. Ich bin immer noch Level 1. Gibt's denn sowas? Aber ich habe noch eine neue Ausrüstung erhalten. So, Waffen. Sieht aus wie Feuer. Also richtig was bekommen habe ich nicht hier. Das ist aber schon meiner, oder? Oh Gott, das ist ja wieder von vorne. Das war jetzt nicht mein erster richtiger Kampf, oder? Naja, ich gucke da mich jetzt gleich mal durch und ja. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht.